Wir kommen zum Thema Kastration. Wann kann eine Kastration sinnvoll sein und was passiert eigentlich bei einer Kastration? Also jetzt nicht medizinisch, ne? Also bei einer Kastration Hündin wie auch Rüde ist es halt so, dass die Organe abgetrennt werden. Also das heißt, die Hoden werden abgeschnitten, das ist eine Amputation. Und bei der Hündin wird halt die ganze Gebärmutter und alles entfernt. Ja? Es ist anders als bei einer Sterilisation, da wird halt nur zum Beispiel der Eileiter durchtrennt. Nichts entnommen. Also bei einer Kastration wird halt aktiv in den Organismus eingegriffen. Und mir geht es jetzt hier nicht darum, wie das medizinisch passiert. Keine Ahnung, das war Tierarzt. Mir geht es darum, was das für Auswirkungen im Verhalten hat, wenn ein Hund kastriert ist oder wenn er nicht kastriert ist, was das für Spätfolgen haben kann und wann es zu einer Verhaltensänderung führen kann. Bei Rüden wie auch bei Hunden. Ja? Also das trennen wir in Teilen so ein bisschen. Da werden wir auch noch mal kurz begutachten, was in der Pubertät so passiert, denn das ist meistens der Punkt, wo man sagt, scheiße, die Eier kommen ab. Der ist ja gar nicht mehr ansprechbar, der ist hypersexuell. Aber ganz ehrlich, alle Rüden, ich erzähle euch nachher, was Alfie so gemacht hat, das ist nämlich echt peinlich. alle Rüden sind in dem Alter hypersexuell. Zuerst möchte ich aber aufs Tierschutzgesetz kommen. Laut Tierschutzgesetz ist es nämlich verboten, eine Kastration einfach ohne Grund vorzunehmen. Und es ist auf jeden Fall kein Grund, also die Bequemlichkeit des Halters ist kein Grund für eine Kastration. Um es sich leichter zu machen, ist es kein Grund, einen Hund zu kastrieren. Rüde wie auch Hündinnen. Ne? Also bei der Hündin ist halt eher die Läufigkeit als Faktor selbst unbequem. Beim Rüden ist halt das Verhalten, wenn eine läufige Hündin unterwegs ist, wenn er rausgeht, unbequem. Das ist gerade in der Pubertät hoch unbequem, sehr unbequem. Weil dort ist halt, ja weiß ich nicht, in der Pubertät ist es halt so, dass Bikini-Mode dann halt auch irgendwie schon Pornografie ist. Ne? Legt sich wieder. Sollte sich widerlegen. Wenn es sich nicht legt, dann können wir vielleicht über eine Hypersexualität sprechen. Ja, wann sagt das Tierschutzgesetz, darf kastriert werden? Wenn es eine medizinische Indikation gibt, also wenn der Tierarzt feststellt, dass es eine Notwendigkeit gibt. Was ist eine Notwendigkeit? Das wäre bei einer Hündin beispielsweise eine Pyometra. Beim Rüden vielleicht eine Prostatavergrößerung. Also wenn der Tierarzt sagt, es gibt medizinische Indikationen dafür, dann erlaubt das Tierschutzgesetz eine Kastration und zur Fortpflanzungsverhinderung. Das ist allerdings eher, also ich meine, so wie wir hier leben, wir haben halt keine Streunerhunde hier bei uns in der Gegend. Ich glaube in Deutschland grundsätzlich eigentlich nicht. Ist eine Fortpflanzungsverhinderung auch einfach eine Leine? Ein gutes Management. Ich lasse meine läufige Hündin halt einfach nicht unbeaufsichtigt im Garten, wenn der Gartenzaun, keine Ahnung, 70 cm hoch ist und der Nachbarshund ein potenter Rüde ist. Das ist einfach nicht schlau. Mit einem guten Management kann man einer Fortpflanzung vorbeugen, beziehungsweise sie komplett verhindern. Und dazu braucht nicht unbedingt eine Kastration erfolgen. Ich gucke mal ganz kurz nach den Kommentaren. Aber ich glaube, es ist keine Frage im Chat aufgetaucht. Hin und wieder gucke ich da mal rein. Also seid mir nicht böse, wenn ich es nicht sofort beantworte. Ich gucke dann, wir machen zwischendurch so eine kleine Fragenpause, okay? So, ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, dieser Gedanke, einen Hund kastrieren zu lassen, kommt häufig bei den Haltern in der Pubertät auf. Was passiert in der Pubertät? Also die Pubertät wird durch ein ganz bestimmtes Hormon ausgelöst, das GnRH, müsst ihr euch jetzt nicht merken, aber es gibt halt so ein Auslöserhormon. Das Hormon wird, also flutet den Körper und das beendet quasi das Babysein und aktiviert, dass wir kommen in eine Pubertät. Und die Pubertät ist,
also in der Pubertät ist es ein Zeitpunkt, in dem tatsächlich vorgesehen ist, dass Gehirnzellen absterben. Stellt euch das Gehirn eures Hundes wie eine Landkarte vor. Er ist ein Welpe, kommt zu euch, die Landkarte ist leer. Also klar, ein paar Wege sind da schon drauf, aber überwiegend ist sie leer. Nun macht ihr viele gemeinsame tolle Erfahrungen miteinander und jede Erfahrung ist wie ein Trampelpfad im Gehirn. Also ist so ein kleiner Weg. Hier habe ich eine Erfahrung, da habe ich eine Erfahrung, da habe ich eine Erfahrung, da habe ich eine Erfahrung. Und am Ende habt ihr da ganz viele Wege im Optimalfall im Gehirn. Das sind die ganzen Verbindungen. Jetzt fängt die Pubertät an. Und die Pubertät guckt sich diese Landkarte an und sagt dann, ah, Moment mal kurz, also diesen Weg haben wir sehr oft benutzt, den bauen wir aus. Also das heißt, es wird, diese Nervenstränge werden nochmal isoliert, also myelinisiert heißt das. Da wird so eine Zusatzschicht quasi nochmal, könnt ihr euch das vorstellen. Also wie bei so einem Kabel, das wird einfach nochmal isoliert, damit die Informationen schneller abgerufen werden können. Das ist dann quasi eine Datenautobahn. Andere Verbindungen, also andere Trampelpfade, die nur ein- oder zweimal benutzt wurden, die einfach nicht so wichtig sind für den Hund, die werden abgebaut. Also da sterben tatsächlich Zellen und Verbindungen ab. Sie werden abgebaut. Und das ist auch der Punkt, wo ganz viele sagen, also ganz ehrlich, irgendwie wird das Verhalten jetzt gerade schlimmer. Das, was vorher schon richtig gut war, ist auf einmal wieder voll schlecht und noch schlechter als vorher. Oder der Kontesitz und auf einmal kann der das nicht. Ja, sie können in der Zeit tatsächlich nicht gut denken. Das liegt einfach auch daran, dass das Gehirn eine Großbaustelle ist. Und wenn für diesen ganzen Umbauprozess, bei Rüden wie auch bei Hündinnen, ist es so, dass die Sexualhormone Östrogen wie Testosteron mitverantwortlich sind. Also diese Hormone sind gebraucht, um das Gehirn umzubauen. Verschwinden die nun ganz plötzlich, weil wir in den Organismus eingreifen und kastrieren in dieser Zeit, bleibt das Gehirn eine Großbaustelle. Der Hund entwickelt nie die echte Fähigkeit, sich selbst zurückzunehmen, sich selbst zu regulieren. Er bleibt irgendwie immer 14, 15, 16. Und stellt euch mal vor, wie strange es ist, wenn ihr einen 38-jährigen Menschen vor euch sitzen habt, der sich benimmt wie ein 14-jähriges Kind. Also ist ja kein ganzes Kind mehr, ne? Es ist ein Teenie, aber ja, der knurrt selbst eifrig. Das findet selbst er scheiße. Das ist auch kein Geschenk einfach. In dem Pubertätskörper, in dem Pubertätsgeist festzustellen in einem Körper von einem erwachsenen Hund. Und das ist jetzt einfach nur die Gehirnkomponente. Wir haben da auch gleich nochmal ganz viele Körperkomponenten. So. Was passiert außerdem in der Pubertät? Also, ich habe ja eben schon gesagt, dass das Gehirn komplett umgebaut wird. Die Risikobereitschaft steigt enorm. Ich gucke mal eben kurz in die Kommentare rein, denn ich glaube, jetzt sind tatsächlich auch ein paar Fragen da. Was ist eine Pyometra? Das erkläre ich gleich nochmal. Das kann ich auch jetzt eigentlich erklären. Eine Pyometra ist die Entzündung der Gebärmutter. Die Gebärmutter ist eigentlich nur sehr klein. Boah, wie seht ihr, das ist sehr klein. Und die kann sich nach der Läufigkeit entzünden. Wenn die sich entzündet, dann ist der Hund sehr apathisch, hat nicht immer Fieber. Es kann sein, dass sie Fieber haben, muss aber nicht sein. Die Gebärmutter schwillt extremst an, ist vereitert und das ist ein Grund für eine Not-OP. Also wenn ihr merkt, euer Hund ist sehr apathisch und da kommt irgendwie, also der Ausfluss ist so schleimig gelb, dann kann das ein Hinweis auf eine Pyometra sein und das heißt ab zum Arzt. Der Arzt macht dann Schall, also der macht einen Ultraschall und wenn der sagt, ist eine Pyometra, ist aber noch in Ordnung, wir können noch ein, zwei Tage warten, dann vertraut dem. Ja, also die wissen, was die machen. Wenn der Tierarzt sagt, nee, muss sofort operiert werden, dann ist das auch sofort eine Not-OP. Und dann ist das auch ein Grund für eine Kastration, denn wenn der Hund einmal eine Pyometra hatte, also einmal eine Gebärmutterentzündung hatte, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie immer und immer wieder auftaucht. Sarah,
Du sagst, dass Luna seit ihrer zweiten Läufigkeit anderen Hunden gegenüber aggressiver ist. Da kommen wir gleich nochmal in der Zyklusbetrachtung darauf ein, weil das kann tatsächlich sein. Sehr ängstlich, rammelt viel an Kara herum. Oh, es geht hier noch weiter. Und unter Spannung. 18 Monate. Sarah, wenn du mir noch mal sagen könntest, vor wie viel Wochen, Monaten, also wie lange ist die Läufigkeit her? Sarah sagt, eigentlich möchte ich nicht kastrieren, aber mir wurde jetzt mehrfach dazu geraten, wie ich das sehe. Also ich bin jetzt natürlich kein Mediziner, aber aus verhaltenstechnischer Sicht ist es wahrscheinlich, dass das aggressive Verhalten noch steigt. Vorausgesetzt. Sie sind 8 Wochen wieder dran, das heißt, sie wäre jetzt im Anöstrus. Ich mache mal ganz kurz einen Schwenk. Und zwar ein Schwenk in den Zyklus der Hündin. Also das behandeln wir nämlich auch noch. Was passiert denn, wenn die Hündin läufig wird? Die Hündin, also wir haben unterschiedliche Zyklusphasen. Der Proöstrus, Östrus, Metöstrus und Anöstrus. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo ich mir das Handy hinlege, damit ich die Fragen besser lesen kann. So, also Proöstrus, Östrus. Bleiben wir mal bei den ersten zwei Phasen. Das ist die Phase, in der die Hündin läufig ist. Dort steigt das Östrogen an. Östrogen macht, dass man sehr euphorisch ist, sehr energetisch ist, sehr fröhlich ist. Und Sarah, das wäre jetzt noch ganz spannend. Wenn sie läufig wird, direkt am Anfang, wie verhält sie sich dann? Ist sie dann so eine fröhliche, hey, ausgeglichene und lass uns was unternehmen, lebenslustige Hündin? Dann kommt der Östrus, also kurz nach dem Peak des Östrogens, das ist der Eisprung, das sind die fruchtbarsten Tage. Und dann flacht das wieder ab. Dann kommen wir in den Metöstrus. Im Metöstrus steigt das Progesteron an. Und Progesteron ist jetzt wahrscheinlich der Treiber für das Verhalten von Luna Sarah, ne? Also Progesteron macht nämlich müde, träge, ein bisschen zickig. Sollte eigentlich ruhig machen und nicht unruhig machen. Ne? Das passt da nicht zusammen. Es kann aber auch andere Komponenten wie zum Beispiel ein Ruhemanagement haben, warum Luna unruhiger ist. Ne? Also das kann ich jetzt so aus dem Kontext nicht einfach so sagen. Progesteron macht müde, träge, ruhiger aus dem Grund, dass wenn wir so einen natürlichen Zyklus betrachten und der Körper davon ausgeht, dass er gedeckt wurde, es schlau ist, nicht mehr so viel Energie zu verpuffen, weil die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt einfach niedriger ist. Deswegen wird halt Progesteron ausgeschüttet. Irgendwann kommt dann nochmal das Prolaktin mit dazu. Und das ist der Punkt, wo Hündinnen auch Milcheinschuss haben können. Selbst wenn sie nicht tragend sind, selbst wenn sie keine Welpen gekriegt haben. Ja? Ganz oft erlebe ich dann Hundehalter, die sagen: Okay, aber der Hund ist immer scheinschwanger. Ja, der Anstieg von Prolaktin und von Progesteron macht diese Scheinschwangerschaft und das ist komplett normal. Evolutionär ist es sogar so gedacht, dass es Hündinnen gibt, die halt Armentätigkeit am Nest mit übernehmen können. Ne? Also die dann tatsächlich auch Milch geben, Milcheinschuss haben und die Welpen mit versorgen können. Denn es geht halt darum, dass in einem Rudel die meisten Welpen überleben und nicht die stärksten, sondern die meisten. Und da ist es schlau, wenn man nicht nur eine Mama hat, sondern vielleicht auch nochmal ein paar Tanten, die mit unterstützen können. Deswegen ist es evolutionär total normal, dass die Hündin scheinschwanger wird. Was nicht mehr ganz normal ist, ist die Scheinmutterschaft. Also die Hündin denkt, ich habe jetzt wirklich Welpen und ich fange an, mir ein Nest zu bauen. Ich fange an, mir Spielzeuge zu nehmen und fange an, sie zu verteidigen. Mit nicht normal meine ich nicht, dass das abnormes Verhalten ist, sondern es ist halt Verhalten, wo man eingreifen sollte. So, das ist der Metöstrus und dann kommt irgendwann so eine Hormonpause. Das ist dann der Anöstrus. Dann geht der ganze Hormonhaushalt einmal runter, sollte auf Null sein. Und eigentlich, wenn deine Hündin Sarah jetzt in 8 Wochen dran wäre, müsste sie im Anöstrus sein. Das heißt, es sollten eigentlich nicht so viele Hormone aktiv sein. Sie sollte im Urzustand sein.
Ja, Sarah, du schreibst, dass sie eigentlich immer fröhlich ist, aber dann eher kopflos. Meinst du dann, wenn sie läufig ist, ist sie eher kopflos oder immer eher kopflos? Okay, sie macht neuerdings alles kaputt. Das hat nichts mit Läufigkeiten. Das hat eher was mit einem Frustmanagement zu tun. Das hat eher was mit einem Aushalten von Frust zu tun. Ja, das ist tatsächlich ein anderes Thema und da hilft dir eine Kastration nicht. Also definitiv hilft dir eine Kastration da nicht. Ja, am Anfang der, ja, eher kopflos. Ja, das passt halt zum Östrogen, ne? Das macht Östrogen. Östrogen macht so ein bisschen lalala, hihi, lustig und ach, ich finde euch alle toll und oh, lasst doch alle mal zusammen auf eine Party gehen und euphorisch und ja, ein bisschen daddelig, ein bisschen kopflos. Am Ende ist es halt ein Hormon, was anregt, zur Partnersuche zu gehen, ne? So, Nicole hat auch noch eine Frage. Ich gucke noch mal vorher. Ja. Wann fängt die Pubertät circa an? Ja, eine super Frage. Da gibt es von bis. Bei kleinen Rassen fängt sie erfahrungsgemäß etwas früher an als bei älteren Rassen. Nicole, ich kann dir sagen, dass dein Lenny gerade absolut in der Pubertät steckt. Ein Merkmal, also bei einer Hündin, wenn sie in die Läufigkeit gekommen ist, ist sie definitiv in der Pubertät. Pubertät fängt aber auch schon ein bisschen früher an. Bei Rüden ist so ein Merkmal, wenn sie anfangen, das Beinchen zu heben, dass die Pubertät anfängt. Es gibt nicht so den Zeitpunkt, wo man sagt, so jetzt ist der Hund in der Pubertät und jetzt nicht. Bis zur 16. Woche gelten Hunde noch als Welpen, danach halt eher als Jungtiere, ne, als Pubertiere. Also plant es so ab der 16. Woche ein, dass es dann losgeht mit der Pubertät. Wann musst du mit diesem Verhalten rechnen, Nicole? Das ist deine nächste Frage. Wie reagieren die meisten Rüden auf läufige Hündinnen? Ja, also wann musst du mit... Auch, ne, das ist halt im Endeffekt ja mit meiner Antwort vorher schon so ein bisschen beantwortet worden. Kann ich dir sagen, wenn es soweit ist? Sie fragen mehr nach. Was nämlich auch zur Pubertät gehört, ist, dass nochmal abgecheckt wird, in welchen Sozialverhältnissen man denn lebt. Es wird nochmal überprüft, habe ich immer Wasser, also ist für meine Sicherheit gesorgt. Also das fragen sie halt tatsächlich aktiv nach. Ne? Kannst du mich verteidigen? Wie kann ich mich auf dich verlassen? Kann ich mich auf dich verlassen? Das sind so Momente, wo wir nicht pennen sollten. Was aber auch überprüft wird, sind alle sozialen Regeln. Die werden da halt nochmal auf den Kopf gestellt. Es wird dann halt nochmal gesagt, ah, meinst du es wirklich? Also zwischen uns, Menschen und, also Hund und Halter, wie aber auch zwischen Hund. Bei Rüden ist es so, dass das Testosteron macht, dass sie risikobereiter sind, dass die Konflikte mit Artgenossen höher sind, dass es öfter passiert. Weil das ist so ein bisschen so Kneipentour-Zeit, wo dann so richtig auf die Kacke gehauen wird. Sie wandern häufiger ab, sie fangen an zu streunern. Und übrigens, in der Pubertät erwacht auch das Jagdverhalten. Vorher hat man den Welpen, der einen anhimmelt und sagt, du bist das Tollste und das Beste und ich laufe dir immer hinterher und ich bin da, wo du bist. Sagt der Hund in der Pubertät, ja, ich gehe jetzt mal meine eigenen Interessen nach. Gehen, ne? Und ich gucke hier mal und ich mache diesmal und ja, diese Bereitschaft, Blödsinn zu machen, die Bereitschaft, Risiken einzugehen, die einem selbst vielleicht auch schaden, ist einfach höher. Wie bei Menschen auch. In der Pubertät. Also ich habe in der Pubertät dumme Sachen gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Aber jetzt so im Nachhinein betrachtet, gab es schon so ein paar Momente, die überhaupt gar nicht schlau waren. Gott sei Dank immer gut gegangen sind.
Und Nicole, wie reagieren die meisten Rüden auf läufige Hündinnen? Bei Rüden merkt man das sehr genau, wenn sie einen Hormoneinschub haben. Sie gehen Gassi, finden eine Pissstelle und das ist erstmal in dem Alter auch fast egal, ob es Männchen oder Weibchen ist. Dann fangen sie an zu schnüffeln, fangen an so mit den Zähnen zu klappern. So tick, 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 ganz schnell. Sie fangen an, stark zu schäumen, zu tropfen, zu sabbern. Die Ohren sind vorne. Bei Alfie, der macht dann auch so ein Ohrenspiel. So. Das sieht ganz lustig aus. Also vorne an der Gruppe, das geht dann immer dip, 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 dip. Schaum vorm Maul, Geklapper. Und ihr kriegt die halt nicht weg, ne? Wenn sie euch dann angucken, dann gucken sie halt wie so ein Eichhörnchen auf Koks. Also halt. So, ne? Und total hektisch und so richtig, wo man denkt so, puh, du bist gerade in ganz anderen Sphären unterwegs. Ja, Rüden rammeln in der Pubertät gerne, ist aber in dem Kontext häufig eher ein Stressverhalten, also eher einem Stressverhalten geschuldet, ne? Alfie. Also sie sind halt in der Pubertät einfach dadurch, dass die Hormone um einschießen, dadurch, dass so viel im Körper passiert, sind sie tendenziell sowieso gestresster. Und ja, draußen, wenn sie dann eine läufige Hündin gerochen haben, ja, auch da sind sie dann gestresster. Aber das gehört dazu, ne? Also Rüden dürfen lernen, dass man nicht unter jeden Rock gucken kann. Und Rüden dürfen sich auch gerne mal von so einem Tantenhund dann ordentlichen Rüffel abholen, wenn sie da zu aufdringlich im Anogenitalbereich sind. Und Hündinnen dürfen das auch gerne kommunizieren, egal in welchem Alter. Ich hab das hin und wieder mal, dass dann gesagt wird, oh, die ist mal so zickig. Nee, also wenn der da unter den Rock geguckt wird und dann vielleicht noch mal eben kurz dran gekrapscht wird, dann hat die ein Recht zu sagen, sag mal, geht's dir nicht gut? Und da darf die auch ihre Zähne einsetzen, da darf die auch richtig knurren, da darf die den Rüden auch einmal quer übers Feld jagen. Das hat er verdient. Das ist okay. Und gerade so ein Jungschmund, also Alfie war, Gott, war der furchtbar. Der hat sich aber auch hin und wieder mal einen richtigen Rüffel abgeholt. Und der war auch zu Hause furchtbar. Der ist nicht zur Ruhe gekommen, der hat nur Blödsinn gemacht. Der hat, meine Tochter war zu dem, also meine große Tochter war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, so anderthalb bis, ja, vielleicht auch schon fast zwei, weiß ich nicht mehr ganz genau. Und die Eltern mit Kleinkindern unter euch werden es kennen. Rudi, das Hüpfpferd. Ich glaube, das heißt nicht Rudi, aber es ist so ein komisches rotes Plastikpferd. Das kann man aufpumpen und da kann man sich draufsetzen. Dann kann man dann so schön damit durch die Gegend hüpfen. Das stand im Wohnzimmer. Und wir waren in der Küche, haben Abendbrot gegessen. Wir waren fertig. Ich habe die Küche aufgeräumt. Und meine Tochter ist ins Wohnzimmer gegangen und auf einmal schrie sie: Mama, Mama, Alfie beißt! Ja, das ist so ein Stichpunkt, wo du ganz schnell da bist. Alfie hat aber nicht gebissen. Alfie hat sich sehr ausgiebig mit diesem Rudi vergnügt. Auf eine sehr unsittliche Art und Weise. Rudi musste dann erstmal schnell raus. Und ich muss mir sehr gut überlegen, wie ich Rudi wieder reinige. ja, sowas machen Pubertiere. Das passiert. Rudi geht's wieder gut. Rudi hat sich von diesem Übergriff erholt. Und es gab auch keinen weiteren Übergriff von Alfie auf Rudi. Also Rudi kann ganz normal hier weiter wohnen. Ja, also Hunde, das zum Beispiel ist ein Zeichen dafür, dass der Hund in der Pubertät ist. Es gibt da Spätentwickler, Frühentwickler, es gibt Hunde, bei denen die Pubertät sehr reinhaut. Es gibt Hunde, da merkst du es kaum. Es ist wie bei Menschen auch. Es gibt Kinder, wo du denkst, so Gott, Scheiße, wie lange dauert das noch? Und es gibt einfach Kinder, wo du sagst, ja, war nicht so wild bei uns einfach. War einfach okay, war nicht schlimm. Deswegen. Okay, Tanja, du schreibst, dein kleiner 19 Wochen alter Bub jault stundenlang, wenn er alleine im Welpenauslauf ist, obwohl er diesen eigentlich als Ruheplatz liebt. Der zweite ist ja auch noch dabei. Ja, draußen lassen kann ich ihn nicht, da er sonst zerstört. Bist du dann dabei, wenn er in dem Ruhe, also in dem Welpengitter ist? Macht er Randale, während du
Also Beispiel, Welpengitter ist im Wohnzimmer, du sitzt auf dem Sofa. Macht er dann Randale, wenn er da drin ist, oder legt er sich hin? Oder macht er nur Randale, wenn du weggehst? Das wäre nochmal ganz gut, wenn du mir das eben nochmal beantworten könntest. Sonny schreibt, dann habe ich wohl gerade eine vollpubertäre Zicke hier. 6 Monate? Ja, das kann sehr gut sein mit 6 Monaten. Klein, flauschig, aber größenwahnsinnig. Ja, das kann das kann sehr gut sein. Ja, ich glaube, Rudi war kurz traumatisiert. Wir haben uns aber therapeutisch um ihn gekümmert. Ich war aber auch traumatisiert. Tanja antwortet nochmal auf meine Frage eben. Nein, absolut nicht. Nur, wenn ich aus dem Haus gehe. Ja, das ist eine trennungsbedingte Störung. Dein Hund leidet. Und die Komponente ist nicht, also den Hunden geht es bei einer trennungsbedingten Störung nicht darum, dass vielleicht der zweite Hund da ist, das ist für ihn nicht so wichtig, sondern der Sozialpartner Mensch ist dann halt verschwunden, ne? Also der wichtige Part ist dann weg und auch das ist dann, also dann, er fühlt sich halt alleine, hat eine trennungsbedingte Störung und hat da echt ein Problem mit. Er ist tiefenentspannt, wenn er da drin ist. Er ist gerne von ganz allein drin, aber wenn ich gehe, leidet er. Ja, genau. Okay, dieses Zerstören hat auch wenig damit zu tun. Also Tanja, du schreibst auch nochmal, dass er dann Tapeten zerstört, sich selbst gefährdet. Deswegen kann er nicht ohne Auslauf alleine in dem Raum sein. Ja, wie löse ich das? Ja. Ja, nehme ich gerne auf für nächstes Mal. Jetzt würde das halt einfach den Rahmen sprengen. Ja, und dann bringt uns das jetzt auch nochmal so ein bisschen weg von dem Pubertätskastrationsthema. Ja? Also sei mir nicht böse. Ich nehme das gerne für nächste Woche mit auf, dass wir nochmal über so trennungsbedingte Störungen sprechen. Das ist nämlich in der Tat echt ein ziemlich großes Problem. Ein Problem, was häufig unerkannt wird von Hund und also von den Haltern. Vom Hund natürlich nicht, aber von Haltern wird das häufig unerkannt. Und die Hunde leiden da wirklich, also die haben einen extrem hohen Stresslevel da, ne? Gut, okay. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Okay, dann gucke ich einmal nochmal kurz in meine Aufzeichnungen an, welcher Stelle ich jetzt... Ach so, genau. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was in der Pubertät passiert. Jetzt möchte ich, und wir haben auch darüber gesprochen, was für Folgen es hat, wenn wir die Sexualhormone rausnehmen und das Gehirn nicht weiter zu Ende umgebaut wird. Ne? Hund hat einfach nicht die Chance, sich auszubauen, fertig zu bauen. Und er kann auch diese ganzen sozialen Spielregeln nicht so richtig lernen. Das ist dann immer einer, der rumnervt. So. Jetzt kommen wir nochmal dahin, was passiert denn mit dem Körper, wenn wir kastrieren? Also was passiert mit dem gesamten Organismus? Es kommt zu Fellveränderungen in einigen Fällen. Also Hunde, die so wie Alfie halt flauschig sind, die sehen dann manchmal aus wie so ein explodiertes Sofakissen. Als hätten sie die Schnauze ein bisschen zu tief in eine Steckdose gesteckt, so aufgeplüscht. Das ist so eine Sache. Dann gibt es eine ganze Reihe von unerwünschten Verhaltensweisen, auf die ich gleich auch nochmal einkomme, weil das ist nämlich auch nochmal wichtig für euch. Und es gibt körperliche Risiken und zwar nicht ganz unerhebliche Risiken. Nämlich ist das, ist die ganze Struktur des Hundes nicht fertig. Also gerade bei Rüden, ne? Die Rüden brauchen das Testosteron, um halt wirklich ihre Muskeln auch nochmal auszuformen. Und das ist wichtig, damit die Knochen geschützt sind, lange geschützt sind, damit die Sehnen und Bänder geschützt sind. Deswegen haben wir bei kastrierten Hunden häufig, Rüde wie auch Hündinnen, häufig das Problem,
dass wir ein erhöhtes Risiko auf Osteoporose, Arthrose haben, also wirklich Gelenksproblematiken. Die Gefahr eines Kreuzbandrisses steigt und die Gefahr für Hüftdysplasie, also eine etwas, wo die Hüfte nicht ganz so zusammenpasst. Ne? Also das, da ist halt der Hüftkopf nicht richtig in der Hüftpfanne drin. Die steigt auch. Gerade bei Rassen oder Hunden, die sowieso schon eine Disposition dafür haben, zum Beispiel Retriever oder Berner Sennhunde oder sehr große, sehr schwere Hunde, sollte man wirklich darauf achten, dass, also sollte man das wirklich bedenken und beachten, dass eine Kastration halt gerade diese Problematik auch mit sich führen kann. Dann haben wir ein erhöhtes Risiko, also 1,6-fach tatsächlich, fand ich jetzt gar nicht so wenig, auf Herztumoren. Diverse andere Risiken auf Tumorbildung von Blase, Blasenkrebs, Prostatakrebs, Gebärmutterkrebs, all diese Risiken, die steigen. Da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen spicken. Das Risiko auf Demenz im Alter steigt auch bei Hunden, die nicht kastriert sind. Und also total spannend fand ich, dass das Risiko bei kastrierten Hunden an Prostatakrebs zu erkranken 4-mal so hoch ist wie bei Hunden, die nicht kastriert sind. Das finde ich ist schon echt enorm. Bei Hündinnen wird ganz oft eine Studie aus den 60ern genommen oder herangezogen, die besagt, dass Hündinnen, die kastriert sind, weniger häufig an Mamatumoren, also an Gesäugeleistentumoren erkranken. Diese Studie wurde schon 100-fach, also ein bisschen übertrieben, ne? Aber sie wurde schon mehrfach widerlegt. Und es hat sich auch gezeigt, dass die Senkung des Risikos nur berücksichtigt wird, also es senkt das Risiko nur, wenn wir eine Frühkastration machen. Also das heißt, wenn wir die Hündin vor der ersten Läufigkeit kastrieren. Wenn die Hündin einmal läufig gewesen ist und dann so nach dem zweiten Mal haben wir schon überhaupt gar keine Veränderung mehr, wenn sie kastriert ist, auf den Faktor des Risikos, an einem Mamatumor zu erkranken. Ne? Frühkastraten allerdings kommen nie in den Genuss, dass sich das Gehirn umbaut. Sie kommen nie zu sich, sie können nie so richtig zu sich selbst finden. Also, was ist da die Option? Ja, zumal ist der Mamatumor, also der Gesäugeleistentumor, etwas, was man im Alter auch sehr gut, sehr frühzeitig erkennen kann. Wenn ihr euren Hund da so am Bauch krault und ihr merkt irgendwie eine Verhärtung, etwas, was da nicht hingehört, ein Knubbel oder so, dann geht zum Arzt. Das kann sofort entfernt werden, das ist kein großer Eingriff und das muss nicht erst so weit kommen, dass das im Körper streut. Also, ihr habt Verhaltensweisen kommen gleich. Die Hündin hatten wir jetzt schon. Wir haben uns angeguckt, was das mit der Scheinschwangerschaft und so auf sich hat. Ne? Also, dass das ein normaler Faktor ist, dass das auch noch kein Grund für eine Kastration ist. Das gehört halt dazu. Ja, jetzt kommen wir nochmal zu Aggressionen. Gerne wird eine Kastration als Lösung für Verhaltensprobleme herangezogen bei Aggression unterschiedlicher Art. Gehen wir jetzt erstmal in die defensive Aggression, also eine Aggression, die den Zweck hat, sich selbst oder etwas zu verteidigen. Beispielsweise Ressourcenverteidigung, territorial, also mein Territorium zu verteidigen, ist häufig eine angstbasierte Aggression, also eine Aggression aus Unsicherheit. Viele Laienaggressionen, also es gibt auch Ausnahmen, ne? Aber also mindestens 80% der Laienaggressionen, die wir so im Training haben, das sind defensive Aggressionen. Der Hund versucht sich da irgendwie selbst zu helfen. Er versucht halt seine eigene Haut zu retten. Aus welchen Gründen auch immer das passiert ist, ja? Das kann halt unterschiedliche Gründe haben. Aber da ist es so, dass das Cortisol-gesteuerte Verhaltensweisen sind, also bedingt durch ein Stresshormon.
Und Testosteron und Cortisol spielen ein bisschen gegeneinander. Also Testosteron macht halt mutiger, Testosteron macht ausgeglichener, Testosteron macht in sich ruhender, abwartender, wenn sie durch die Pubertät durch sind, ja. Nehme ich das jetzt weg, gewinnt das Cortisol Überhand. Also das heißt, das Stresshormon steigt noch mehr an, also wird weniger durch das Testosteron kompensiert. Also das ist jetzt ein bisschen laienhaft erklärt, ne? Aber so könnt ihr euch das vorstellen, dass die sich so ein bisschen die Waage halten. Nun ist Testosteron weg und Cortisol steht jetzt hier oben, also hat freie Bahn. Bedeutet, dass diese defensiv gezeigten Aggressionen, denen ist jetzt Tür und Tor geöffnet, ne? Also solche Verhaltensweisen werden nach einer Kastration häufig noch schlimmer. Ich kenne einen Fall, wo eine Kastration bei einer Leinenaggression geholfen hat. Ansonsten hat das keinen Einfluss, bis sogar einen negativen Einfluss. Da sollte man ganz genau hingucken, was die Motivation des Hundes ist. Helfen kann eine Kastration bei einem Rüden bei Hypersexualität, also das heißt, der kommt halt gar nicht mehr ab von der Pubertät, okay? Der Hund muss erst durch die Pubertät durch sein. Und er kommt gar nicht mehr klar in seiner Welt, wenn er auch nur einen Hauch Östrogen irgendwo wahrnimmt. Ne? Also eine Hypersexualität, das ist, ja, wie Hyper schon sagt, das ist halt richtig krasses Verhalten auch. Ich check nochmal meinen Spickzettel hier. Ach ja, genau. Alles, was so in Richtung Offensivaggression geht, ne? Zum Beispiel sowas wie, ich will den da wirklich platt machen, eine statusbedingte Aggression. Je nachdem, was die Motivation vom Hund ist. Da kann eine Kastration helfen. Bei allen defensiven Sachen, wo der Hund sagt, na, ich verteidige hier, weil ich irgendwie Angst um etwas habe, hilft eine Kastration nicht. Diese offensiven Aggressionen sind Gott sei Dank die Aggressionstypen, die wir eher seltener sehen. Und die es auch eher seltener, Gott sei Dank, auch so gibt. Jetzt die Hündinnen nochmal, interessant. Hündinnen können durch eine Kastration auch maskulinisierter werden. Da kommt es ein bisschen darauf an, wie die Zusammensetzung des Wurfes war. Wenn es eine Hündin ist, die irgendwie nur 8 Brüder hatte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen großen Punkt an Androgen, das ist halt so ein Vorhormon von Testosteron, mitbekommen hat, sehr hoch. Und das bedeutet, dass wenn man das Östrogen damit rausnimmt, dass die Hündinnen konfliktbereiter sind, aggressionsbereiter sind. Sie fangen an mehr zu mackern, sie fangen an mehr wie Rüden zu agieren. Und das bedeutet auch, dass so Sozialaggressionen häufiger auftreten. Aufreiten hat man schon behandelt, dass es häufig eigentlich ein Stressverhalten ist und die Jungs so ein bisschen den Stress mit sowas kompensieren. Ja, also, was ist ein Grund für eine Kastration? Ein medizinischer Grund für eine Kastration bei einer Hündin ist, wie schon angesprochen, die Pyometra. Ist Zystenbildung und ist eine bestimmte Art von Tumoren. Beim Rüden ist es der Hodentumor und eine Vergrößerung der Prostata. Ich glaube, einen Grund gibt es noch, den habe ich mir aber gar nicht aufgeschrieben. Einen weiteren medizinischen Grund gibt es bei Rüden auch noch. Kann ich euch jetzt leider nicht sagen, kann ich aber gerne nochmal recherchieren. Verhaltenstechnisch, ja, wann bringt eine Kastration was? Beim Rüden, bei einer Hypersexualität und bei offensiv gezeigten Aggressionen, die halt wirklich viel mit Status zu tun haben, da bringt eine Kastration oder da kann eine Kastration etwas bewirken. Man kann das immer ausprobieren mit einem Chip. Also man kann den Hund chemisch kastrieren. Das geht übrigens auch, das ist aber noch nicht freigegeben, meine ich. Aber es gibt so Versuchsstudien und ich glaube, man kann auch Teil von so Versuchsstudien werden, aber da nagelt mich jetzt bitte nicht drauf fest. So ein Hormonchip für die Hündin auch. Da kann man halt mal gucken, wie, das ist im Übrigen der gleiche, den die Rüden auch bekommen. Den kann man auch einer Hündin einsetzen und dort kann man dann halt sehr gut sehen, wie die Verhaltensänderungen sind.
Wenn eure Hündin sehr stark mit Scheinschwangerschaften zu kämpfen hat, kann Mönchspfeffer, das ist ein Kraut, und ich meine jetzt wirklich das Kraut Mönchspfeffer und nicht die Globulis Mönchspfeffer. Also das gibt es auch, Argus Kaktus oder irgendwie sowas heißt das, in der Depotenz. Ich meine aber wirklich halt die Kräuter. Kann man kaufen im Internet, gibt es für Hunde tatsächlich, ich glaube die kleine Kräuterie heißt das, wo man das ganz gut so als pures Kraut kaufen kann, mischt man mit ins Essen. Hochdosiert bewirkt das bei einer Hündin, dass die Scheinschwangerschaft und die Scheinmutterschaft abgedämpft ist. Beim Rüden in einer niedrigen Dosierung hilft es, das Testosteron etwas einzudämmen. Also das heißt, besser mit so Faktoren wie läufige Hündinnen klarzukommen. Besser durch die Pubertät zu kommen. Klar, ein bisschen besser durch die Pubertät zu kommen. Es ist jetzt nicht das Wunderkraut, ne? Dosiert ihr das beim Rüden über, steigt das Testosteron. Also dann verschlimmert sich das Verhalten sogar noch. Das wollte ich euch nochmal mit auf den Weg gehen. Und jetzt würde ich nochmal in eure Fragen reingehen. Was ihr geschrieben habt. Cody hatte damals eine PL-Patella-Luxation, meinst du wahrscheinlich, ne? Das bedeutet, dass hinten die Kniescheibe immer rausspringt. Also klar, Knie sind halt immer beim Hund hinten, dass die Kniescheibe rein und rausspringt. Ja, auch sowas kann halt Grund oder eine Kastration kann auch solche körperlichen Sachen dem entgegenwirken. Also das Verschlimmern meine ich damit. Genau, Tanja, dein Tierarzt sagt dir, du sollst Cody nicht kastrieren aufgrund seiner Unsicherheit. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Rat, weil, wie ich eben gesagt habe, das Testosteron ist der Gegenspieler zum Cortisol. Ist er sehr unsicher, hat er sehr viel Angst, hat er halt am Ende noch mehr Angst durch das erhöhte Cortisol. Liegt genetisch leider in der Linie. Ja, es gibt sogar Fellfärbungen, also zum Beispiel so rote Felle. Also es gibt Studien, die zeigen, dass rote Fellfärbung mit einem erhöhten Cortisolspiegel einhergehen. Weil die Hormone ihm dann fehlen würden, genau, ja, genau. Und das würde das Verhalten verschlimmern. Ganz genau, richtig. Ist ein guter Rat, guter Tierarzt. Sarah schreibt, Luna kommt zum Beispiel in der Hundeschule immer in der Gruppe. Luna konnte zum Beispiel in der Hundeschule immer in der Gruppe spielen. Seit der Läufigkeit beißt sie alle weg. Maximal zwei Hunde, die sie kennt und sich mögen. Hat das was damit zu tun? Kann. Es kann aber auch was damit zu tun haben, dass es vorher kein richtiges Spiel war. Wenn ihr jetzt nochmal an die Eingangsszene denkt mit Yoshi und Anton, die kennen sich gut. Trotzdem war da viel Konflikt mit dabei. Es kann aber auch einfach sein, dass sie erwachsen geworden ist und gar kein Interesse an solchen Spielen hat. Also, ich meine, weiß ich nicht. Ich habe früher mit Barbies gespielt. Mache ich auch nicht mehr. Also, ich will damit einfach nur sagen, es kann sein, dass sie das nicht mehr möchte und deswegen sich halt selbst verteidigt, ne, um zu sagen, ey, ich will das eigentlich gar nicht. Sarah, vielleicht machst du da mal ein Video von. Ich glaube, das ist so nochmal ganz gut, dass man sich das nochmal richtig anguckt und dass wir das einfach nochmal analysieren können, vielleicht in diesem Rahmen. Cody hat zum Beispiel Angst, Aggression und ich die Kontrolle nicht über die Situation. Da sehe ich Cody eher in Kategorie 1 der Größe. Ja, definitiv. Ja. Sarah fragt nochmal, ob sie damit rechnen muss, dass das Verhalten schlimmer wird. Es ist jetzt eine Ferndiagnose, ne? Also ich kenne die Hündin nicht. Ich habe das Verhalten live nie gesehen, noch nicht mal auf Video. Ich finde aber, dass sehr viel dafür spricht, dass das Verhalten durch eine Kastration nicht besser wird. Und
Ich kenne nur deine persönliche Situation, dass du halt auch noch ein kleines Kind zu Hause hast. Und mir wäre das Risiko zu groß, da zu tief einzugreifen. Also wenn, würde ich vielleicht mit einem Tierarzt sprechen, der beispielsweise den Hormonchip für die Hündin schon ausprobiert hat. Also da halt in den Studien schon weiter ist. Ne? Das, ja. Ja, richtig, Tanja. Mönchspfeffer hilft auch bei Rüden. Sarah, was mir noch einfällt, auf die Frage hin, ob das Verhalten schlimmer werden kann oder nicht, man kann eventuell nochmal die Schilddrüse überprüfen lassen, ob alle Schilddrüsenhormone in Ordnung sind. Also alle Schilddrüsenwerte, ja? Alle T-Werte. Und vielleicht ist es auch so, dass sie Zysten an der Gebärmutter hat. Also, dass das halt einfach eine Hormonveränderung mit sich bringt. Denn, also wie du auch gesagt hast, 8 Wochen vor der nächsten Läufigkeit, das heißt, sie ist im Anöstrus, der Zyklus müsste eigentlich ruhen aktuell und sie dürfte kein hormongesteuertes Verhalten zeigen. Und wenn das trotzdem der Fall ist, ja, muss man mal gucken, ob wirklich im Zyklus, also da alles in Ordnung ist. Sunny schreibt, unser Rüde ist aus dem kroatischen Tierschutz und wurde schon mit 7 Monaten kastriert. Trotzdem ist er gegenüber anderen Hunden tiefenentspannt und sozial sehr verträglich. Ja, das ist super, das ist ein Glücksfall. Leider werden Hunde in einigen, also es gibt auch Tierschutzorganisationen, die machen das nicht. Aber es gibt halt auch immer noch sehr, sehr viele Tierschutzorganisationen, die früh kastrieren, sehr, sehr früh kastrieren. Und ich kenne viele Fälle, wo es halt einfach nicht so cool war für den Hund. Und eine Frühkastration heißt nicht, dass sie sozial nicht verträglich sind. Ne? Also die meisten Hunde sind sozial verträglich, auch wenn mal geknurrt oder weggeschnappt wird oder so. Das ist Teil einer Kommunikation, das ist nicht schlimm. Nicht verträglich bedeutet eigentlich immer eher, dass sie deplatzierte Aggression zeigen, dass sie übertreiben, dass sie über das Maß hinausgeht. Also es gibt ja auch keine Partnerschaft beispielsweise, in der man sich nicht streitet. Es gibt keine Freundschaft, wo es nicht auch mal eine Meinungsverschiedenheit gibt. Und solche Konflikte formen ja auch Beziehungen. Also sie sind ja auch tatsächlich gut für Beziehungen. Es kommt halt immer nur darauf an, wie weit man ausrastet, ob das normal oder nicht normal ist. Handy schreibt, Knops schnüffelt sich draußen überall fest und an manchen Tagen ist er richtig unentspannt. Hilft dann Mönchspfeffer auch? Ja, probier es aus. Aber nicht überdosieren, dann wird es schlimmer. Kerstin, wie lange hält die Pubertät ungefähr? Ja, von bis. Rechnet damit, dass es mit 2 Jahren besser wird. Es gibt Phasen. Also der schlimmste Punkt ist, so zwischen dem 7. und 12., 13., 14. Monat. Aber dann kommt auch noch eine richtig beschissene Phase. Also dann wird es kurz besser. Und dann denkt man, yes, geschafft. Und dann wird der Hund 1,5. Und dann sind sie auch nochmal so richtig furchtbar. Das kann sich ziehen, bis sie 2 sind. Also bei Alfie hat das sehr gut gedauert, bis sie 2 sind. Aber so richtig, auch vom Kopf her fertig, sind sie mit 3. Judith schreibt, ich habe Rüde und Hündin in einem Haushalt. Beide unkastriert. Sehr gut. Die erste Läufigkeit... Die erste Läufigkeit gemeinsam mit meinem Rüden war eigentlich gut zu managen. Mein Rüde recht entspannt und maximal 5 Tage reges Interesse. Ja, genau. Da war er aber auch erst 7 Monate. Bleibt das eventuell so oder wird das wahrscheinlich schlimmer? Wenn du einen Rüden hast, der lernen kann, damit souverän umzugehen, also man sollte in der Zeit natürlich Management betreiben, lass sie nicht unbeaufsichtigt in einem Raum. Aber unkastrierte Rüden wissen sehr, sehr genau und tatsächlich sogar noch besser als kastrierte Rüden, wann es sich lohnt, der Hündin Avancen zu machen. Es wäre ja schön blöd, 2 Wochen lang vor der Tür zu stehen und sagen, wollen wir jetzt? Und die sagt immer, nö. Denn erst wenn die Hündin in der Standhitze ist, dann sagt sie, komm bitte.
jetzt. Alles, jeder. Es ist der Hündin dann auch egal, ob das ein Kuscheltier ist oder sonst irgendwas. Ne? Also, Rüden wissen sehr genau, wann die Hündin in der Standhitze ist. Und dann kann es sein, dass er sagt, so, jetzt möchte ich meine Chance nutzen. Und vorher sehr entspannt ist. Ich würde es an deiner Stelle auf dich zukommen lassen. Guck, wie es so läuft. Hilf ihm mit Mönchspfeffer irgendwie drüber. Es gibt auch so Kurzzeitspritzen. Da kenne ich mich jetzt aber medizinisch nicht so gut aus. Ist ein Punkt, der nicht so häufig gemacht werden sollte. Das gilt jetzt für den Rüden, ne? Also ich würde erstmal nicht davon ausgehen, dass das viel schlimmer ist. Wenn er 10 Monate alt ist, dann ist er ja eigentlich so auch im Hoch. Also da ist das Testosteron so voll da. Aber lass dich überraschen und gib ihm ein paar Läufigkeiten Zeit, sich darauf einzustellen. Trotzdem trennen. Wie würdest du solch ein Management empfehlen? Ah ja, okay. Ich habe aus diesem Grund keine Hündin genommen, weil ich nicht weiß, wie das Management schlau geplant ist. Kenne mich grundlegend aber mit Hündinnen aus. Wie kann Management aussehen? Das kann auch einfach eine räumliche Trennung sein, ne? Dass man sagt, okay, in diesen 2 Wochen wohnt ein Hund in der Küche, der andere Hund wohnt im Wohnzimmer und keiner lässt diese Hunde unbeaufsichtigt zusammen. Management heißt einfach wirklich eine starke Beaufsichtigung. Lasst sie nicht alleine. Auch nachts nicht. Sie schlafen nicht gemeinsam in einem Körbchen. Ansonsten quietscht das Körbchen. Ja, also eigentlich ist das halt das Management, was man betreibt. Ne? Wenn man spazieren geht, guckt, dass ihr vielleicht zu zweit spazieren geht. Ne? Dass der eine den Rüden hat, die andere die Hündin. Und wenn es wirklich gar nicht geht, wenn der Rüde, also wenn sie gar nicht die Finger voneinander, die Pfoten voneinander lassen können, dann geht halt getrennt voneinander Gassi. Und ich würde auf jeden Fall unterstützend mit Mönchspfeffer, also da kann man nicht viel falsch machen. Gut. Okay, ich hoffe, ich habe keine weitere Frage übersehen. Und ich habe auch nichts mehr. Also das Thema Kastration und Verhalten, das füllt halt einen ganzen Vortrag, ne? Das ist sehr umfangreich, sehr umfassend. Und schlussendlich ist es auch ganz oft eine Einzelfallbehandlung. Ich bedanke mich heute für euer reges Interesse wie auch euren Austausch. Das ist schön, wenn da so eine Kommunikation und Aktion zustande kommt. Für nächste Woche nehmen wir dann Trennungsangst mit auf und ein weiteres Thema. Ihr könnt gerne auch Themenwünsche einsenden, Videos einsenden und ich denke, so 2 Themen pro Einheit können wir mit aufnehmen und können wir mit behandeln und dann arbeiten wir uns so Stück für Stück durch eure Interessen durch. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.